So, willkommen zurück zu Warriors Orochi. Wir haben immer noch dieselbe Party wie beim letzten Mal, wollten die Schlacht bei den 5 Toren machen. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie viele Leute mich während der Aufnahme anschreiben, weil ich habe das Game jetzt mal zum Steam geaddet und hab's umbenannt. Und dann werden wahrscheinlich bestimmt ein paar Leute schreiben, was ist denn das für eine Kacke? Ihrem geliebten Lubu folgend hatte sich Diao Chan der Orochi-Armee angeschlossen. Sie entschloss sich jedoch schließlich zu desertieren, da sie durch Lubus eingeschlagenen Weg immer unzufriedener und enttäuschter wurde. Für sie bestand der beste Weg, Lubu seine Torheit erkennen zu lassen, darin, sich der Koalitionsarmee anzuschließen und Orochi zu besiegen. Durch ihre Flucht erzürnt nahm Dong Zuo umgehend die Verfolgung auf. Doch Diao Chan fand Hilfe. Mitsunari Ishida forderte Dong Zuo heraus, damit sie entkommen konnte. Mann, wir sind schon ein verdammt arschfickender Held. So, das sieht aus wie eine Mission aus Dynasty Warriors. Zumindest, ja, sieht sehr stark danach aus. Ich weiß nicht, was soll ich sonst noch sagen? Keine Ahnung. Wir sollten vielleicht erstmal eine Waffe für die Olle auftreiben. Für Miss Bitch. Gucken, wie spät haben wir es? 22:15 Uhr, halbe Stunde oder so aufnehmen. Schauen wir mal, was die kann. Ich glaube, die hat dasselbe. What the fuck? Gut, ich sollte vielleicht mein Steam-Dings doch ausmachen. Obwohl, hä? Ich hab doch den Hotkey gar nicht gedrückt dafür. Okay, das ist ein Kackangriff. Guck gerade so ein bisschen rausfinden, was die alles kann. Na, angeblich hat sie dasselbe Moveset wie Konoichi. Aber irgendwie sieht das gerade nicht so aus. Konoichi war irgendwie ein bisschen besser. Ja, ist gut. Hör auf mich tot zu machen, du fettes, mistiges Drecksviech. Dann spiele ich halt die anderen. Ja, wenn du mich nicht lassen willst. Hier. Ja, das war toll. Ich wollte gerade sagen, dann machen wir uns das erstmal einfach, aber wenn wir trotzdem noch eine gesnappt kriegen. Ach, der ist bei uns. Ja, das sieht man ja schon am Namen, dass der bei uns ist. Bla bla bla. Ich hab mal geguckt auf YouTube, ob es da andere Leute gibt, die auch sowas erpehen wie das hier. Und ja. Die haben irgendwie wesentlich weniger kommentiert als ich. Ich dachte, ich kommentiere schon relativ wenig. Weil es ist halt ziemlich anspruchsvoll, ein Spiel zu kommentieren, wo die meiste Zeit das gleiche passiert. Aber das hat mir dann gezeigt, dass ich das vielleicht doch gar nicht so verkehrt mache. Boah, es gibt mir hier Bombenwerfer. Es ist nur eine Frau, wo ist das Problem? Ja, das dachte ich mir auch. Oh, das hat gesessen. Ja, der Laser ist schon stark, vor allem mit doppelten Schaden. Müssen die Gegner sich schon ein bisschen in Acht nehmen, wenn ich blöd rumstehen. So, jetzt gucken wir nochmal. So, wir können hier treten, wir können uns drehen. Wir können das machen, das bringt nichts. Das war eine Bombe, die mir verdammt viel Schaden gemacht hat. Und wir können werfen. Naja, die hat einen Double Jump, das ist okay. Aber ansonsten weiß ich nicht, warum die gut sein soll. Weil, wie gesagt, ich hatte geguckt online. Da gab es irgendwie so ein Vote, wer besser ist. Ob Nene oder Kunoichi. Ja, es gibt tatsächlich Leute, die das Spiel spielen und auch Leute, die da irgendwelche Votes drüber machen. Das fand ich schon ein bisschen erstaunlich eigentlich. Und naja, die meinten alle, dass Nene besser ist. Aber irgendwie finde ich die gerade ziemlich rotze. Und ärgere mich ein wenig, dass ich da Punkte verschwendet habe, die zu leveln. Kunoichi ist wesentlich besser. Ja, lasst mich doch mal alle. Ja, Alter, macht dann noch mehr Damage mit den Kackbomben. Ist ja nicht so, dass man Skill braucht, um einen Gegner mit Bomben zu beschmeißen. Ja, weggelasert. Da ist die Yao Chan. Sie hat anscheinend ganz schön was zu tun hier. Drei Männer, die sich auf eine Frau stürzen. Das kenne ich sonst nur von fragwürdigen Internetseiten. Aber sie hat es überlebt. Und ja, ihre Klamotten sind auch noch sauber, denke ich. Anscheinend hat sie irgendwas falsch gemacht bei ihrer Arbeit. Fähigkeit erhalten, toll. Also haben wir irgendwas Cooles gemacht wieder. Ich habe keine Ahnung, wo ich da hinlaufe. Ich sollte aufhören, zu viel zu erwarten, genau. Ich überlege schon die ganze Zeit, welche Kampagne ich danach mache. Ich habe mal so ein bisschen geschaut, wo wir nun die Charaktere herbekommen, die ich mag.
Und die sind natürlich genau auf die drei Kampagnen, die noch fehlen, verteilt. Das heißt, in jeder Kampagne gibt es einen, den ich mag. Deswegen bin ich am Überlegen, was wir denn danach machen. Aber, wenn ich mit der Kampagne durch bin, kommt ja erstmal wieder eine Kampagne Warcraft 2, nee, 3. Und dann kann mir irgendjemand, wenn er das möchte, schreiben, welche Kampagne als nächstes kommen soll. Es gibt in jeder einen guten Charakter. In der einen gibt es Zhu Tai, oder Zhou Tai, oder wie auch immer man ihn ausspricht. Das ist ja mein Lieblingscharakter, kann man sagen. Somit. In einer anderen gibt es Masamune, auch ein toller Name. Und auch einer meiner Lieblingscharaktere. Und in der anderen, was gab es noch? Genchio heißt die. Das ist eine Rolle, die ist auch ganz cool. Und da wäre es mir eigentlich egal, welchen davon wir kriegen. Hauptsache irgendeinen. Puh. Ja, was ist denn? Haben wir jetzt jemand gewonnen? Wir haben. Oh, Lubu kommt noch. Lubu ist erschienen. Ja, Lubu ist natürlich ein ganz toller Kerl. Wer ja schon mal Dynasty Warriors teilgespielt hat, der weiß, dass das der stärkste Kämpfer der Welt ist. Beziehungsweise der stärkste Kämpfer Chinas. Ja, das habe ich sehr gut gemacht. Springen wir in die Bomben. Welche? Ah, man kann die Map umstellen. Gut, dass ich das auch schon rausfinde. Ich meine, ich wusste, dass es geht, aber ich wusste nicht, welche Taste es ist. Aber es ist anscheinend N. Das ist eh hier so ein bisschen die Hand verdrehen. Da ist er ja, der Mongo. Freut euch. Ihr werdet nicht lange hier sein. Nein. Ich habe vor, dich zu rapen und dann abzuhauen. Oh, der macht ja wenig Schaden. Oh, der kriegt ja wenig Schaden. Und der hat schon mehr als einen Energiebalken. So, jetzt können wir tatsächlich seinen Energiebalken langsam mal angreifen. Ja, Laser. Und der Laser macht ihm gar nichts. Fast gar nichts. Hallo. Du machst aber einen netten Schaden. Können wir die jetzt reden lassen, wenn er sich uns anschließt? Egal. Wir lassen die mal labern. Zhang Liao. Wer sich mir in den Weg stellt, muss sterben. Das ist natürlich nett. Er sollte Türsteher werden. Ja, er verknüppelt gerade seine Frau. Ach, jetzt will er mich auch noch töten. Böse, böse, böse. Der ist cool drauf, weil er schlägt halt seine Olle mal schnell zusammen. So, was ist jetzt hier? Guck mal, ich hab doppelten Schaden. Ja, aha. Jetzt haben wir tatsächlich schon eine Allianz eingegangen mit ihr. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht aus Versehen auf Nene switche. Weil ich glaube, wenn ich mit der einmal in seine Nähe komme, klatscht er mir einen, dann bin ich tot. Aber jetzt ist er tot. Puh. Ja. Weil sie dich verknüppelt hat. Gut. Ich meine, wenn das seine Meinung ist, dann soll er die natürlich gerne behalten. Ist ja ihm freigestellt. Und wir kriegen nicht meinen Charakter. Dafür im Maximum Musu erhöht. Sehr toll. Ach, scheiß drauf. Einfach die Waffen hier alle wegklicken. Wenn die Kampagne durch ist, dann spiele ich mit den Typen hier eh nicht mehr. Kunoichi klingen. Fliegende Schwerter. Gehärtete Flügel. Ah, haben wir direkt mal die ganzen Waffen für sie. Frag Shouted. Also nicht alle, es gibt ja noch eine vierte Waffe, die mal so secret ist für alle. So, und du bist scheiße. Deswegen... du bist auch scheiße. Was nehmen wir denn jetzt? Ja, wir nehmen den hier, das sieht aus wie der Typ von Facebook. Wer ist denn gut und könnte eventuell in einer anderen Kampagne mit bei sein? Ich meine, er ist ganz gut. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir jetzt einen Level, der in einer anderen Kampagne auch noch mitspielt. Er hier könnte mit bei sein oder er. Ich weiß nicht, wer ist denn besser?
weiß nicht, was er für Combos hat. Ich habe ihn seit Dynasty Warriors 3 nicht mehr gespielt. Das kann man sogar sein Model ändern. Das ist natürlich krass. Ganning ist immer, ja, denke ich, ganz gut. Nehmen wir den mal. Entwicklung. Machen wir es einmal langsam. Ich weiß nicht, ob diese Einrastfunktion sonst zurückschlägt. So, und dann hoffe ich mal, dass er mit Level 15 einigermaßen was ficken kann. Was müssen wir jetzt machen? Das hat immer Schlacht in der Provinz Liang. Das Schlachtfeld ist mit Fallen gespickt. Kooperation ist der Schlüssel zum Sieg. Gut. Indem Cao Pi Weiß Unabhängigkeit erklärte, wandte er sich offiziell von Orochi ab. Cao Pis Frau Zhen Ji folgte dem Beispiel und führte eine Armee zur Provinz Liang. Orochi ahnte die Gefahr und entsandte umgehend eine von Dong Zhuo angeführte Truppe, um ihr Widerstand zu vernichten. Cao Pi brach auf, um seine Frau zu retten. Die beiden Truppen sollten sich zu einem bedeutsamen Kampf auf den Feldern der Provinz Liang treffen. Der komische Dong Zhuo ist echt überall. Der wird überall hingeschickt. Und überall kriegt er vor die Fresse. Aber ich glaube, das ist eine coole Mission. Mal gucken, was es hier für Offiziere gibt. Ist da der bei, den ich denke? Okay, da ist gar nichts Besonderes bei. Vielleicht ist das nicht die Mission, die ich denke, aber wenn es die ist, die ich denke, dann ist die ganz cool. Ja, ich glaube, das ist die sogar. Das ist eine meiner Lieblingsstages. Gucken, was er so kann. Ja, das sieht aus, als wenn er die ganzen coolen Kombos aus Dynasty Warriors kann. Ja, das könnte ganz gut sein. Ach doch, da ist er, Kotaro Fuma. Genau an den habe ich gedacht. Und wir können rennen. Yay. Das steuert sich viel Arsch, aber macht verdammt viel Schaden, wenn man damit dann trifft. Deswegen mag ich Ganning. Das war bei Dynasty Warriors 3 mein Lieblingscharakter, weil da gab es manche von den etwas cooleren noch nicht. Alter, ich krieg hier Damage. Viele von den coolen kamen ja erst mit Dynasty Warriors 4 und so dazu. Und da musste man dann vorher halt Ausweichcharaktere nehmen. Und da hatte ich dann immer den. Hier. Da geht's einmal durch. Er ist jetzt natürlich Low Level, macht nicht viel Schaden dadurch. Aber wenn er High Level wäre, würde das ziemlich viel machen. Gucken, dass wir mit ihm das killen und mit ihm die Erfahrung sammeln. Toll, das war wirklich wenig Erfahrung. Und, Alter! Alter! Level 15 ist hier nicht gut. Kirschen essen. Da kriegt man ja richtig Fresse umgekrabbert. Alter, er hat auch einen Double Jump. Nice. Oh, das sieht fies aus. Komm her hier. Das ist natürlich gar nicht so schlecht als Kombo. Es sieht aus, wenn es eine Menge Schaden macht. Zack. Das Ding hinter ihm mal mit. Spawn hier auf einmal Zauberer. Ich glaube, die muss ich alle killen. Die Zauberer, um irgendeinen Charakter freizuschalten. Ich meine, mir kann das egal sein. Meistens stehen da eh Offiziere in der Nähe, also müssen wir die nicht mal wirklich suchen. Ja, hier war noch ein Gegner. Ein Zauberer. Ja, die gelben ist die Olle. Die hat da noch einen anderen Kerl bei. Und das ist auch so eine ganz komische Olle, die kämpft mit einer Flöte. Und macht dann halt Musik, um die Gegner zu vernichten. Beziehungsweise kommen dann immer so komische Ringe um sie rum. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Ich denke, wir sollten die anderen Charaktere erstmal ignorieren und nur ihn hier leveln. Damit wir das letzte Level schaffen. Weil wenn wir hier schon sofort die Fresse kriegen, im letzten Level, Orochi macht dann garantiert eine Menge Schaden. Weil der macht auf einfach schon relativ viel. Hallo. Was ist das, du Mongo? So, hier müssen wir mit dem mal kurz ein bisschen was machen. Damit Mitsunari seinen Balken wieder auffüllen kann. KP ist auch mit hierbei. Ist natürlich nett, weil ich meine, wenn ich den nicht mehr will und auswechsle, dann muss er natürlich von einem Bot gespielt werden. So, wo ist denn jetzt der Offizier, der hier gerade war? Achso, der ist tot. Gut, wo ist sein Item?
Er hat kein Item fallen gelassen anscheinend. Wir sind 10 Sekunden früh, Ding ist immer nett. Gucken wir hier drin, ob es hier einen Zauberer gibt. Ja, der Wandzauberer. Der war jetzt schon tot. Ach, der Skill ist so toll. Man braucht keinen Skill, um mit ihm zu gewinnen. Man läuft einfach, drückt ab und an mal auf O, um da seine komischen Teile zu ballern. Und dann gewinnt man. So, jetzt haben wir die Olle in unserem Team. Das bringt uns nicht wirklich weiter, weil sie eigentlich nicht wirklich stark ist. Finde ich jedenfalls, ich mag sie nicht. Boah, haben wir den Heuballen gespalten. Wie ein Boss. Krasse Sache. Hier sind doch bestimmt noch Magier drin. Oder auch nicht, ich sehe keine. Phew, 14 Kills mit einem O. Ich brauche Mana. Ich nenne es mal Mana. Das passt zu... falsch. Falschen geswitcht. Hä? Tötet er seine Olle? Achso, das ist garantiert irgendein Faker. Ja. Hey, keine Ahnung, was da abgeht. Aber...